Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trine 2. Heute sind wir in Folge 33 und werden uns nochmal dem Kraken stellen. Nehmen wir mal an, es ist ein Kraken. Jo. Alles klar. Das machen wir auch schon ein bisschen Übung bei diesem Abschnitt. Okay, ich hab nichts gesagt. Verdammt. Tja, ja, das war schlechtes Karma wieder. Ja, shit happens. Ja, okay. So. Ihr könnt auch immer sehen, was ihr da macht. Ich muss hier blind anfangen. Oui. Das ist so gemein. Was? Die Welt ist so doof. So. Komm, Alex. Hüa! Hüa! Und jetzt nicht nach rechts. Ja. So. Ja, ich hab's geschafft! Hey, das war gar nicht so schlecht. Diskriminierend ja, war das. Nein, ich wollte es früher machen, aber es ist mir nicht eingefallen. So, Moment. I, stirb nicht. Nach links, ne? Mhm. Da ist das Auge. Ach, da haut er einen ja auch mit der, da patscht genau. Er einen ja voll. Da müsst ihr auch. Da ist noch einer, also kann man nicht vielleicht von rechts hinter den abschießen? Ich versuch mal was. Ah, Moment. Nice try. Ich glaube, das war nicht der Versuch. Wir müssen versuchen, sein Auge zu treffen, ne, oder? Ja. Ich glaube nicht, dass das was wird. Also, naja, falls ja, jemand okay. Das Auge sieht, dann. Das ist genau über müssen uns. Wir halt mal hochkommen. So, jetzt kann man rauf. Du könntest einen Kistenturm machen. Nein, ich bin down. Oh, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Da ist man noch safe und von da kann man einen Hammer Timo, auf das Auge du werfen. Du musst überleben, weil sonst haben wir verloren. Nach rechts hoch musst du, Timo. Okay. Jetzt. Oh. Oh, scheiße, okay. Ich hol euch wieder, oder? Also, ich schaff ihn nicht so. Okay, dann hol uns mal wieder. Ach, shit. Warte, ich muss erst. Ich sehe hier gar nichts. In der Mitte ist noch eine Plattform drunter, also ach unter so. Der mittleren. Gut. Und ach, solche. Scheiße. Oh, nice. Das ist Johann, Mann. Hui. Springt über die Säure. Die er nicht sieht. Ja. Na dann? Oh, okay. Same Whee! Game again. Das kennen wir ja schon. Die Passage haben wir mittlerweile einigermaßen drauf. Jo. Jetzt hätte Timo sterben müssen. Nein, warte. So, für dich auch, Alex. Komm. Willst du mir nicht die Säure lieber weghalten? Ja, stimmt. Hab ich vergessen. Tut mir leid. Whee! So. Und los. Hüa. Hüa. Jawoll. Okay. Leute. Ah, ist das cool. Timo. Nice. So. Kommt man denn da jetzt hoch? Kannst Kann man dieses Ding was Säure kotzt wegschießen? Ich könnte vielleicht hier eine Kiste hinstellen, damit das hier. Na, das ist auch nicht so gut. Vielleicht können wir einen Kistenturm hier machen. Ich weiß nicht, wie hoch man hier kommt. Nein, mit dem Kistenturm kommen wir auch nicht so weit. Aber dann können wir besser raufspringen, vielleicht. Aber mit dem Turm nicht, das ist ja hier oben. Oder? Und Alex, mach das. Ja. Gut. So, kann ich von hier nicht das Auge treffen? Doch. Sehr gut. Nice. Das wär's. So, der Weg ist frei. Sehr gut. Und jetzt ist es auch säurefrei hier. Yep. Links war nichts mehr, oder? Nee. Ich hab nichts mal gesehen, als der mich da geschnappt hat. Ein Portal! Das sieht wie einer von Rosabels Spiegeln aus. Rosie, wo bist du? Isabel?
Prinzessin, kommen Sie zurück! Folgen wir ihr. Spring rein, komm. Und los. Mal sehen, wo uns das hinführt. Während sie versuchten, ihr Königreich zu retten, wurden die Helden in ein Durcheinander von Intrigen und Geheimnissen gezogen. Die Helden traten durch Rosabels Spiegel, um dem trügerischen Schatten von Isabel zu folgen. Als sie das Portal passierten, spürten sie eine eiskalte Berührung, die ihnen bis in die Knochen fuhr. Das okay. War wahrscheinlich der Eiswächter, der uns dann im nächsten Level erwartet. Und ja. Wir stürzen uns direkt rein. Abenteuerlustig. Ich danke euch, dass ihr den Koboldkönig erschlagen habt. Jetzt gebt mir den Trine. Das geht nicht, auch wenn wir wollten. Er ist an uns gebunden. Verstehe. Wo ist deine Schwester? Arme Isabel. Ich fürchte, ihre Magie hat den Wald verflucht. Aber wenn ihr mir das Artefakt gebt, können wir den Zauber am Ende brechen. Nein, wir werden euch begleiten und euch helfen. Ich fürchte, das geht nicht. Warum leuchten wir so komisch? Jetzt sitzen wir fest. Hier ist eine Holzkiste. Lächeln, was haben wir denn hier? Die Koboldhasser, eingeschlossen in unserem Verlies. Ihr kommt niemals raus. Nicht, solange ich euch lehre. Geh mal kurz. Mach mal die Kiste. Ja, davor. Oh, Verzeihung. Gut. This was intended. I guess. Und nu? Ich stütze die Kiste. Ah, doch nicht. Nee. Komm, geh mal weg. Achso, der guckt immer wieder hier rein. Dann machen wir das so. Geh da weg. Und wie kommen wir dann da raus? Er macht nichts. Die Tür auf. Ach, er sieht uns ja nicht. Ach, wir müssen die Lampe oben kaputt machen. Guck mal. Dann sieht er uns nicht. Ah, du musst da die Kisten vorhängen. Dann kommt das Licht nicht mehr durch. Oben sind auch noch Stacheln. Ist immer noch gut beleuchtet hier, muss man sagen. Nicht solange ich euch sehe. Ich bin weg. Na, ich hab einen Plan. Ja. Wir müssen einfach da oben alle hin. Aha. Ah, okay. Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht einfach die große Kiste, oder? Da sind noch so Stacheln. Ich trau mich nicht. Da, die Tür ist auf. Wo sind sie hin? Na doch, noch nicht. Vielleicht kommt er. Auf ihn mit Gebrüll! Alter, wo sind die hin? Gut. Lolz! Nice. Na, nimm die Holzkiste mit. Ah, ist egal. Wie ist egal? Wow! Mist! Sprengfässer! Nein, nicht schon wieder. Warte. Die Fiole ist weg. Die hätten wir jetzt brauchen. Oh, die können wir sogar benutzen für den Kobold. Was machst du da? Ich zünde alle Sprengfässer an. Auf den hätten wir laufen können. Ah! Naja. Kein Dafür Problem. Baut Johann uns noch Kisten. Natürlich. 2 Punkte. Kaufe ich mir Bewegungsunsichtbarkeit. Was war das noch gleich? Was macht das? Die Diebin ist für Feinde nicht sichtbar. Die Wirkung hält 10 Sekunden an, wenn sie stillsteht. Verpufft aber in Bewegung mit doppelter Geschwindigkeit. Das Berühren von Monstern oder das Angreifen beseitigt die Tarnwirkung sofort. Oh, jetzt habe ich sie dann nicht mehr, oder? Ja. Wie benutze ich das? Auf dieser Taste hier. Boah, ich bin unsichtbar. Bist du das? Ja. Okay. Oder? Dürfen wir jetzt? Nee, ich habe nur den anderen Pfeil benutzt. Noch nicht ganz. Jetzt bin ich unsichtbar. Muhaha, nice. So. Ups. Das halt, seht ihr das? Ich bin unsichtbar. Warte. Geh mal kurz nochmal weg. Scheiße. I'm sorry. Digga. Oh Mann, ey. Ich bin gleich tot. Das war aus Versehen, das war nicht mit Absicht. Ja, ja. Schon okay. Du mieser Teamkiller. Ich wollte das wirklich nicht. Das bringt, glaube ich, nicht so viel, oder? Doch, es hält.
Okay. Wir müssen hier raus. Da müssen wir noch Ja. Und wir müssen herausfinden, was mit Rosabelle und ihrer Schwester los ist. Diese neue Sprengfässer. Kannst du mir rüberschweben? Die Pflanzen zu Hause so wachsen? Warum sollte sie so etwas tun? Vielleicht ist sie eine böse, kichernde Hexe, die verrückt geworden ist. Aber es war doch Rosabelle, die sie irgendwo eingesperrt hat. Aber Prinzessinnen sollten nett und hübsch sein. Sie sollten sich nicht gegenseitig an den Haaren ziehen oder Königreiche wegen der Krone zerstören. Das war noch mehr? Nee, ich glaube nicht, das war's. Okay. Die Planke unten ist weg. Da freut er sich. Ja, okay, sprengen! Gießen! Mach mir mal eine Planke bitte in die Mitte. Wieso in die Mitte? Damit ich die Fiole unten holen kann. Ah! Tiefer? Noch tiefer? Ja, so weil tiefer geht's nicht. Hier sind auch noch Fässer. So. Okay. Nichts los, ne? Mehr habe ich nicht drauf. Oh, da war noch was. So, Alex, schieß mal gleich gegen hier. Ach so, mache ich doch glatt. Sehr schön. Ich wette, das hätte alles vereinfacht. Nicht ganz. Was ist das jetzt? Ich bin unsichtbar. Wow, was bist du? Ein bisschen vereinfacht. Hui. Na toll. Wow. Entspann dich, Timo. Dachte, ich warte, bis du weg bist. Ach ja? Timo, pass auf. Jetzt kommt. Oh cool, da kommen immer neue nach. Was macht ihr denn da? Wir müssen nach oben. Immer nach oben. Oh. Ja, schnappt euch die Fiole. Nö. Komm beim nächsten Checkpoint. Okay. Kommst du nach links oben? Jupp. Was? Kein Gang. Ein Schneemann! Wie, das ist alles? Böser Schneemann? Guter Schneemann. Irgendwas muss man doch hier sprengen können oder so. Was ist ein Feuerschwert? Mach ihn Angst, Timo. Scheiße, was macht der denn da? Was soll dieser dumme Schneemann? Na, ich weiß es nicht. Das ist nur Spaß. Mach mal oben links einen Hammer gegen, Timo. Warte, ich mach mal einen Turm hier. Vielleicht ist da oben was. Okay, erstmal Timo. Ja, das war eine dumme Idee. Na, das ist nice, mit Bande geworfen. Mach die mal. So, da geht noch was. Okay. Vorsichtig. Okay. Langsam. Okay, langsam. Vorsichtig. Nee, da geht's nicht weiter. Aber was soll der Schneemann hier? Ups. Oh. Das ist einfach nur so für die überneugierigen Spieler so eine Bestrafung. Eine Bestrafung. Ja. Oh, eine Fiole, eine riesige Fiole. Fette. Okay, Timo? Ja. Was ist dein Job? Da bin ich. Und hopp. Und hopp. Nice. Oh, okay. Warte. Nice. Boings. Nein, nein. Die Kiste ist oben, sie hat's geschafft. Und jetzt? Jetzt tötet sie dich. Ja, wahrscheinlich. Nein, ich töte die Kiste verloren. Meine eigene Kreation. Hey, oh, danke. Der hat's verdient. Super. Nein. Oh. Oh. Gegner. Okay. Timo, was ist los mit. Moment. Er soll mich mal angreifen. Oh, noch mehr Gegner. Okay, ich mach doch was. Frostschild. Ja, ne, könnte ich machen. Hast du gerade gemacht. Ja? Ja. Hab eine Idee. Oh, ja, das Fass explodiert gleich. Pizza. Bumm! Das ist auch schon der Checkpoint. Ja. Ach, dann bin ich auch wieder da. Nice. Juhu! Okay. Hier ist noch ein Schalter. Irgendwas passiert? Ah, okay. Hier könnte man das vielleicht noch sprengen, oder? Nee. Nee? Das ist ein Brett zum Ranhaken. Okay, Sprengmeister. Willst du noch einen Rundflug zur Fiole? Oh ja. Oh. Gut.
erstmal. Was? Häng schon dran. Gut. Das war nicht geplant. Wir könnten auch gleich wieder eine Pause machen. Ja, das wird sich gut. Okay. Und die nächste willst du auch? Nee, oder? Ja, doch. Okay, kleinen Moment. Oh, Feuer. Feuer heiß. Feuer sehr heiß. Da ist oh, da noch oben eine. Sind noch mehr. Springen, springen, los. Ja. Also höher geht's nicht. Sehr gut, okay. Gut, Folgenpäuschen hier? Jupp. Kommst du wieder? Feuer wirklich heiß. Nein. Die bin okay. Recht. So. Alles klar. Dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Ob wir diesen Eiswächter in der nächsten Folge finden. Ja, bis dahin. Tschüss. Ciao.